Eine hepatische Enzephalopathie ist eine Störung der Gehirnfunktion, die durch die Störung der Leberfunktion bedingt ist. Deswegen hepatisch, von HEPA die Leber. Bei allen Menschen, bei jedem von uns, werden jeden Tag aus dem Darm Giftstoffe aufgenommen, die zur Leber geführt werden über das Fortaderblut und dort entgiftet werden. Wenn die Leberfunktion geschädigt ist, ist das nicht mehr der Fall und viele Giftstoffe kommen ungefätert. In den großen Blutkreislauf und können damit auch äh, die Blut-Hirn-Schranke kreuzen und zu einer Hirnfunktionsstörung führen. Das kann zum Anfang relativ subtil laufen. Äh, die Patienten merken das als Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, aber auch Konzentrationsstörungen bei der Arbeit. Wenn das fortschreitet, kann es sogar dazu führen, dass die Patienten richtig Bewusstseinsstörungen kriegen, und das sind dann schon die gefährlichen Ursachen. Deswegen muss man bei solchen Symptomen aufmerksam sein, diese früh erkennen und frühzeitig behandeln.